Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute präsentiere ich meine Barschbox. Sag euch, was ihr aus dieser Box wirklich zum Barschangeln im Einstieg braucht. Und was mir sehr beim Einsteigen geholfen hat. Und dann beginnen wir mal direkt mit der Box. Ich werde von keiner der Firmen unterstützt, die ich hier gleich präsentiere. Also ist alles frei. Hier der Klassiker, ne? Spinner. Verschiedene Größen, verschiedene Farben. Ich habe jetzt gerade mal 3 Stück da. Ich würde es euch echt so empfehlen zum Einsteigen. Einfach gerade einen Spinner Größe 1 mal nehmen und einen Größe 2, wenn ihr auch Barsch angeln wollt. Und dann reicht das eigentlich auch schon. Hier einmal, ne, Größe 1er Map Spinner Bronze. Die gängigsten Farben sind eigentlich echt Bronze, Silber, Gold und zur Not mal noch irgendwas mit grünen Punkten. So, was heißt mit grünen Punkten? So schwarz mit gelben Punkten oder mit roten Punkten funktioniert auch immer gar nicht so gut. Funktioniert auch immer relativ gut. So. Und dann hier, ne? Schön. Die kleinen wiegen halt nicht so viel, dafür braucht ihr ein bisschen hier. Die hat auch kein Bleigewicht hier, wie die meisten. Die hat hier nur so Ding. So. Und hier noch eine. Dann geht's weiter mit dem nächsten Köder. Zirkaden, nicht ganz so bekannt. In kleineren Größen, so in einer 6 Gramm Größe oder 7 Gramm, würde ich dir auch jedem Einsteiger empfehlen. Du hat die, glaube ich, jetzt irgendwie 21 Gramm. So ist die echt schon, wenn ihr mal ein paar 30er, 40er Barsche fangen wollt, würde ich euch die empfehlen. Aber auf die fangt ihr keine kleinen Barsche. So, zum Einsteigen würde ich auf jeden Fall mal ein paar Spinner empfehlen. Die, wenn dann in kleineren Größen, wenn ihr sie haben wollt. Geht's weiter. Jigspinner. Hier, ne? Schönes 15 Gramm Modell. Auch von Zeck mit den Zeck-Augen. Hier und oben noch ein kleiner UV-aktiver Punkt. So. Komme ich natürlich jetzt nicht auseinander. Jetzt. Einmal hier, eine von der anderen Marke. Macht gutes Zeug eigentlich auch. Ist auch ein schöner Jig-Spinner. Weiß nicht, ob jetzt irgendwo ein Gewicht steht. Ne, steht leider nicht da. So. Aber auch. Also Jigspinner auf jeden Fall auch ein guter Köder. So, und hier nochmal einer von Zeck. Diesmal nur 10 Gramm Variante. Den würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Zum Einsteigen. Ja. Dann geht's weiter. Noch was mit Spinnerblatt. Will ich jetzt nicht empfehlen. Habe ich mal letztes Jahr aus dem Angel-Adventskalender bekommen. Habe ich auch noch nicht so oft gefischt, aber hatte schon ein paar Barsche, die immer mal wieder hinterhergekommen sind. Das ist gerade eigentlich so ein kleiner Gummifisch, hat hier vorne einen Haken und hier hinten einen. Und hier vorne habe ich noch ein kleines Spinnerblatt dran für nochmal extra Druck. Dann geht's weiter mit den Dingern, die dürften die meisten Leute vom Forellenangeln vielleicht kennen. Ich benutze sie auch immer wieder auf Barsch, aber das hat meine Barsch-Forellenbox, deshalb sind auch ein paar Forellensachen immer mal wieder mit dabei. So kleine Nachbildungen von ja, Fliegenlarven oder sowas, ne? Sehr große Eimer. Hier, der hat eine Forelle die Hälfte einfach abgebissen. Ja, also die könnt ihr auf jeden Fall auch benutzen. Würde ich eher auch Forelle benutzen. Dann, womit geht's weiter? Hier, wie so eine kleine Fliege, nur mit Bleikopf. Die habe ich noch aus Kanada vom Bassangeln. Also eigentlich auch nicht nötig. Ja, brauchen wir auch nicht. So, weiter geht's. Mit. Kleinen Blech, kleinen Blinkern. Wir haben natürlich verschiedenste Ausführungen, verschiedenste Farben. Ich habe ein paar sehr, sehr kleine, ein paar sehr ein bisschen größere. So, hier ist jetzt mal einer weg. Hier. Schön Silber. Ne? Das könnt ihr schön sehen hier. Ne? Also, dann genau das gleiche habe ich auch noch mal in Gold hier. Gucken, dass ich gut bekomme. Hier nochmal das gleiche in Gold. Dann hier noch einmal in Mini wirklich. Dann hier einmal Spoons. Kenne ich vom Forellen. Sie dürfen die auch ein paar Leute kennen. 3,5 Gramm sind da sehr leicht. Dann habe ich auch nochmal eine so in Rötle. In die genau der gleichen Farbe, nur in Weiß. So, dann hier nochmal eine sehr kleine Spoon. Das ist genau das gleiche wie die, nur dass ich an dem einen mal einen Drillingrahmen montiert habe, an dem anderen nicht. Dann einmal von Cormoran, schön Barschdesign. Die meisten Fans sind irgendwie schon abgegangen, weil ich doch schon ein paar Fische darauf hatte. Und dann noch das zuletzt, noch der größte hier. Nutze ich auch immer wieder, schön noch hiermit. Also
So Blinker würde ich euch auch empfehlen. Dann vielleicht echt mal ein bisschen so eine kleinere Größe wie der hier jetzt, ne? Passt gerade so in meine Hand. Sieht man jetzt nicht gut. Hier so. Dann geht es schon weiter mit. Ich mal zu Gummiködern über. Die Dinger kann ich euch jedem empfehlen. Die sind super geil zum Barschangeln. Darauf hatte ich auch schon mal einen schönen Ü70 Zander. Also echt sehr, sehr gute Köder eigentlich. Davon habe ich auch noch eine andere Farbe. Also auf die Dinger. Eine Größe größer, große Zander, große Hechte. In der Größe hatte ich schon kleine Hechte drauf. Auch große Zander und auch immer wieder große Barsche. Das ist jetzt von Balzer. Das ist so eine Art Doppelschwanztwister. Bei dem ist genauso. Das ist auch von Balzer. Steht ja auch drauf. Hier noch Shirasu drauf. Stehen auf den zwei Schwänzen. Dann geht es weiter. Ich mache mal jetzt einmal aus dem Adventskalender weiter. Den Zekdud. Dürften die meisten kennen. Schön kleine Größe. Also kleine Gummifische auf Barsch auf jeden Fall mal. So gerade in den Laden gehen, fragen, ob sie noch 5 cm Köder da haben, noch die passenden Jigköpfe dazu kaufen. Und die fangen immer also fast jedes Mal am Barsch. Dann hier genauso nochmal jede Menge kleines Zeug. So hier. Und noch genau nochmal der gleiche Gummifisch mit dem Barschdesign. Die Dinger sind sehr geil zum Barschangeln. Die hier würde ich euch empfehlen, wenn ihr echt Gewässer habt, wo ihr Stege habt, wo ihr direkt runter angeln könnt. Dann lasst ihr den gerade so runter und führt den ein bisschen über den Grund. Aber auf jeden Fall nicht benutzen, wenn es viele Grundeln gibt, weil die Dinger, die fangen echt Grundeln ohne Ende. Das habe ich das Problem hier im Rhein immer. Deshalb habe ich echt mal ein paar kleinere, voluminösere Köder gesucht, die die Grundeln nicht einfach so einsaugen können, wo ich trotzdem schöne Barsche drauf fangen kann. Dann geht es weiter mit einem ordentlichen Batzen Gummiköder. Hier, jede Menge Gummifische. Das war echt so ein Starterpaket, das habe ich mir mal gekauft. Also, es war gerade so, hier die Gummifische schon fertig gejiggt, schön aufgezogen. Gab es in verschiedensten Farben. Einmal, ne, einmal als normalen Gummifisch, einmal als kleinen Pintail. Also als normalen Schaufelschwanz und einmal als normalen Pintail. So, hier gab es noch die Farbe. Und den Pintail. Dann war das echt ein Paket. Hat 3 € gekostet und darauf habe ich schon schöne 20 plus 30er Barsche gefangen. Auch mal sehr kleine Barsche mit 15 nur, aber die kleinen, die bekommst du nie weg. So, dann geht's weiter mit schönen Chatterbaits. Hier, ne, die von Zack aus dem Adventskalender. Hier mit noch, mit dem Edward noch als Trailer dran. Schön schwarz. Der ist schon für größere Barsche. Dann nochmal einer von Zack in einer kleineren Größe. Der ist dann auch für kleinere Barsche mal gedacht. Für so 20 bis 30er ist er schon gut. Können auch mal sehr große Barsche draufkommen, aber ist eher Ausnahmefall. So. Dann geht es weiter. Creature Baits oder Nature Baits, Creature Baits, je nachdem. Hier Grundeln kann ich euch jedem empfehlen, der irgendwo. Oder hier die beiden Köder, Grundel und Krebs. Krebs sind auch sehr geil am. Ja, ist jetzt nochmal. Am Rubber. Ne, hier, ne? An denen halt. Skulltrick, jetzt weiß ich's. So. Weil erst recht die von Zack, die haben auch noch die Funktion, wenn er steht, dann steht er immer so auf. Dann passt es auch zu den natürlichen Abwehrverhalten des Krebsen. Also die zwei Köder kann ich echt jedem empfehlen, der irgendwie rein oder einen großen Fluss bei sich hat, wo es viele Grundeln oder Krebse gibt, direkt in den Steinpackungen, die einfach fischen und dann passt es. Hier noch ein Creature Bait vom Bass Angeln, schönen langen Wurm eigentlich. Ja, zweiter hat da Twisterschwanz hinten. Ne? So, dann mach ich mal mit den Skirtle-Chicks weiter. Ich einmal hier einen schönen weißen mit dem wieder mit dem Zack Dude als Trailer, den ich auch schon gejiggt habe hier. Den da, ne? Dann, den ich euch gerade eben schon gezeigt habe, einen schönen braun mit einem schönen Edward noch drauf. So. Dann. Also echt so Spinnerbaits und Skirtle-Jigs braucht ihr als Anfänger wirklich nicht. Benutzt ihr echt. Skirtle-Jigs sind geil für den Winter. Aber so, ja. Weil sie halt sehr viel Aktion haben und trotzdem sehr still liegen. So, einmal hier nochmal ein schöner Zack Dude. Bisschen größer, 7 cm jetzt, glaube ich. Dann einmal der Cupido. Auch ein ordentlich großer Köder. Schöne Farbe. Gut gejiggt. So, und dann gibt es noch zweimal Lieblingsköder. Kann ich auch nur jedem Einsteiger empfehlen. Ne? Gut ans Wasser gefahren, geguckt, welche Farbe das Wasser hat. In den Laden gegangen, eine Packung Gummifische gekauft. Oder 2 Packungen Sunny Whisky, ne? Wenn das Wasser klar ist. Ja, dann noch ein paar Gummibänder, ein paar Jigköpfe. Ich habe jetzt die 7 cm Dinger nur davon. Einmal Whisky, weil es bei euch meist bewölkt ist und trübes Wasser.
Und den benutze ich eigentlich fast in jedem Gewässer, aber besonders wenn es sehr trüb ist. Schön auch Jigköpfe dazu, dann passen die auch. Und dann noch den habe ich echt drin, wenn ich bemerke, dass die Barsche richtig aktiv sind und es auch sehr, sehr viele große Barsche mit dabei hat. Dann benutze ich echt mal den und dann kommen auch immer mal wieder schöne U40er mit dabei raus. Hier sind ein paar Gummifische, die ich jetzt gejiggt habe. Hier nochmal ein paar schöne Krebse, ne? Muss auch immer wieder Vorrat haben, falls man. Genauso gibt es da noch ein paar schöne Twister. Hier noch ein schöner Twister, bisschen größer. Hier so. Den benutze ich echt gern zum Dropshot-Angeln. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Mit dem, was in der Box ist, dann habe ich jetzt noch ein paar Sachen aus meinen. Einmal Topwater-Box habe ich noch was rausgeholt. Einen schönen. Nö, also Topwater ist bei mir erst letztes Jahr im Sommer wieder richtig gut gekommen auf Barsch. Paar schöne Popper. Auch schön hier noch den, ne, von Zack, den Johnny Walker aus dem Adventskalender. Ich hatte schon mal so einen ähnlichen, den hat mir leider mal ein Hecht an der Oberfläche abgebissen, aber ich habe immerhin gesehen, der Köder ist danach noch an der Oberfläche getrieben. Weil ich eigentlich nur auf Barsch angeln wollte mit einem kleinen Fluor. Der Hecht hat ihn nicht mehr im Maul. Also die Köder sind echt extrem geil. Wenn du bemerkst, die Barsche sind aktiv an der Oberfläche, mach dir einfach so den hier ran und dann passt es. Genauso gibt es aber auch kleine Popper. Wie hier einmal ein No-Name-Popper und hier einmal noch von Pro-Wax. So, und der gerade eben, ne, das war der Zack Johnny Walker aus dem Adventskalender-Video. Habt ihr sicher auch alle schon gesehen. So, Popper und die sind auch extrem geil. Wenn ihr flaches Wasser habt, ihr wisst, dass Barsche da sind, und dann zieht ihr den einfach oben rüber. Ihr lockt sicher den einen oder anderen Barsch hoch. Also den hier, mit dem hatte ich letztes Jahr auch einen Rapfen. Das ist letztes Jahr. Mit dem habe ich auch einen schönen Rapfen in dem Sommer. Und den habe ich mir erst neu gekauft, aber ja, passt auf jeden Fall auch. So, und dann das, was für mich letztes Jahr sehr viel Bitterpunkt ist. Achso, hier noch ein schöner Gummifisch. Das ist jetzt einer von Weston, ne, von Ironclaw. Schöner Gummifisch, den benutze ich auch immer wieder gern auf schöne große U40 Barsche. Genauso wie der. So. Dann geht es weiter mit kleinen Wobblern, die ich auch immer gern wieder auf Barsch benutze. Ja, hier, der ist auf jeden Fall schön, ne? Kann ich auch echt jedem empfehlen, sehr schöner Köder. Dann zwei Crankbaits. Benutze ich Crankbaits zum Barschangeln, sind richtig geil. Also, ich benutze die so fette. Gerade über die Steinpackung einkurbeln. Der hat auch ordentlich Hasseln, wie man hört. Über die Steinpackung einkurbeln und ihr bekommt sicher den einen oder anderen schönen fetten Barsch. Hier die Dinger, die kennt echt fast auch Rattleshads, ne? Kennt auch fast niemand. Dann einen schönen Mini-Wobbler, die benutze ich echt, wenn gar nichts geht. Und es gibt noch die von, das ist von Rapala. Dann gibt es noch kleine geile Twitchbaits, die benutze ich sehr, sehr gern, wenn die Barsche richtig zickig sind und gar keine Lust haben. Und dann war es das eigentlich auch schon mit dem Zeug, dass ich das Barschangeln benutze. Ich würde euch echt zum Einsteigen empfehlen, einmal einen schönen Jig-Spinner hier, vielleicht so die Größe. Einen kleinen Spinner, wie hier, nur einen kleinen Blinker. Und dazu noch ein paar kleine Gummifische, so wie der. Und dann passt es. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und Wiederschauen und reingehauen.